Hinweise zum Berliner Mietspiegel, jetzt zur Spanneneinordnung. Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederek, ich bin Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht und im Rahmen unserer kleinen Miniserie zum Mietspiegel 2015 für Berlin hatten wir uns ja in Teil 1 mit der generellen Fragwürdigkeit des Instruments Mietspiegel schon befasst. In Teil 2 hatte ich ja mal gesagt, wie man da in diesen Raster vorgeht, wo man den Mietspiegel findet. Und wir sind jetzt in Teil 3, wo wir uns die konkrete Bestimmung innerhalb dieser Spanne der Miethöhe mal angucken. Sie finden den Mietspiegel auf der Seite stadtentwicklung.berlin.de. Und wenn Sie da auf den Mietspiegel gehen, dann waren wir ja jetzt schon bis zu Punkt 11 gekommen zur Orientierungshilfe. Und da setzen wir jetzt wieder ein und gucken uns jetzt mal mit der Orientierungshilfe, diese Orientierungshilfe etwas an. Als erstes werden wir dort als ersten wichtigen Punkt gucken, dass wir Sondermerkmale uns angucken müssen. Greifen für die Wohnung irgendwelche Sondermerkmale? Dann werden die Beträge für die Sondermerkmale nämlich auf die mit auf den Mittelwert aufgeschlagen. Wir haben zum Beispiel das Sondermerkmal moderne Küchenausstattung mit 1,04 Euro. Wir haben auch das Sondermerkmal modernes Bad mit 0,28 Euro, jeweils pro Quadratmeter. Diese Beträge werden also auf den Mittelwert, wenn die Merkmale vorhanden sind, aufgeschlagen, sodass wir dann einen erhöhten Mittelwert haben. Wichtig ist dabei zu wissen, dass Sie nur die Merkmale aufschlagen, die der Vermieter verwirklicht hat. Wer jetzt mit Gestattung seines Vermieters oder auch ohne Gestattung seines Vermieters sein Bad selbst modernisiert hat, für den greift dieses Sondermerkmal natürlich nicht, denn es handelt sich immer um den Zustand, der vom Vermieter gestellt wird. Denn nur für diesen Zustand bezahle ich auch quasi meine Miete. So, das wird also hier als erstes herausgefunden und dann kann es wegen der konkreten Zustandes der Wohnung noch zu Zu- und Abschlägen von diesem Mittelwert zum Oberwert kommen. Und den ermitteln wir mit der Orientierungshilfe für die Spanneneinordnung, die Sie unter Punkt 11.5, Orientierungshilfe für Spanneneinordnung finden. Die ist sehr wichtig und immer wieder merke ich, dass Mieter die bei der Bewertung vergessen und auch Vermieter vergessen, die gerne, insbesondere wenn sie nicht so diese Bewertung nicht so zu ihren Gunsten ausfällt. Wir haben, grob gesagt, insgesamt 5 Merkmalgruppen. Einmal Bad und WC, Küche, Wohnung, Gebäude und dann das Wohnumfeld. Das ist auch das, was wir üblicherweise in den anderen Mietspiegeln schon hatten. Und dann haben wir dort wohnwertmindernde und wohnwerterhöhende Merkmale. Und Sie machen jetzt Folgendes. Sie gehen diese Orientierungshilfe durch und kreuzen überall Wohnwert erhöhend, Wohnwert mindernd an, was auf Ihre Wohnung zutrifft. Da gibt es noch ein paar Sonderbemerkungen, die beachten Sie einfach, das erklärt sich aber tatsächlich dann von selbst. Und dann machen Sie, wenn Sie die Kreuze gemacht haben, da denken Sie übrigens auch immer dran, dass was Sie selbst, die Merkmale, die Sie selbst geschaffen haben, die werden Sie, berücksichtigen Sie nicht. Ja? Machen Sie am Ende Folgendes, Sie vergleichen in jeder einzelnen Merkmalgruppe die Wohnwertmindernden und die Wohnwerterhöhenden, immer pro Merkmalgruppe. Wir machen das jetzt mal am Beispiel Bad. Wenn wir also in der Merkmalgruppe Bad jetzt sagen, wir haben hier als Mindernis kein Handwaschbecken und wir haben als Erhöhendes, dass es ein zweites WC gibt, dann gleicht sich das aus. Das heißt, diese Merkmalgruppe wird nicht berücksichtigt, weder nach unten noch nach oben, die ist ausgeglichen. Haben wir jetzt in einer Merkmalgruppe mehr Wohnwerterhöhende als Wohnwertmindernde, dann wird diese Merkmalgruppe positiv berücksichtigt und umgekehrt. Am Ende kommen wir dazu, dass eben, sagen wir mal als Beispiel, in 2 Merkmalgruppen Wohnwerterhöhende sind, in 1 Merkmalgruppe ist neutral und in 2 sind Wohnwertmindernde. Dann ist das gesamte Ding insgesamt neutral
Ja, sie hätten quasi Pluspunkte und Minuspunkte, die sich ausgleichen. Sie bleiben dann bei dem Mittelwert, eventuell erhöht durch die Sondermerkmale. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel in allen Merkmalgruppen die Wohnwertmindernden überwiegen, dann haben sie dadurch insgesamt quasi den 100% Abschlag von der Differenz vom Mittelwert zum unteren Wert der Spanne. Ja, wenn der fettgedruckte Mittelwert also 5,22 ist, der untere Wert 3,33, dann sind sie bei 3,33. Und so müssen sie immer, jede Merkmalgruppe rechnet dann quasi, weil es ja 5 sind, mit 20%, so müssen sie sich eben ausrechnen, wie die Orientierungshilfe ihnen dann nochmal sozusagen den Abschlag oder Zuschlag auf den Spannmittelwert vorgeht. Sie gehen dabei immer von der Differenz des Mittelwerts, diesem fettgedruckten Wert, zu dem Spannaußenwert, also zu dem höchsten oder dem niedrigsten aus. Wenn die Wohnwertmindernden überwiegen, gehen sie in Richtung niedrigsten die entsprechenden Prozentzahlen. Wenn die Wohnwerterhöhenden überwiegen, zu dem erhöhenden. Ich werde im Blog auch nochmal ein konkretes Beispiel vorrechnen, um das ein bisschen zu erläutern. Dann haben Sie jetzt aber schon alles Rüstzeug, was Sie brauchen, um eine nachvollziehbare Einordnung Ihrer Wohnung in den Berliner Mietspiegel 2015 vorzunehmen. Es gibt dann noch einige Sonderausführungen, die können Sie sich auch nochmal angucken, da kann sich nochmal was anderes daraus ergeben. Und es gibt noch ganz interessant hier die Berliner Betriebskostenübersicht 2015. Damit beschäftigen wir uns dann aber in einem gesonderten Teil. Es gibt dann noch die Berliner Betriebskostenübersicht 2015, die auch nicht ganz unrelevant ist für Inklusivmieten, aber darüber referiere ich dann nochmal in einem extra Teil. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss.